Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Paper Mario The Origami King. Wir sind gerade hier im Fight gegen das letzte Mitglied der Bürobedarfsbrigade. Den Tucker. Wie es bellt, wie es schlapp, wie pieksig seine Klammern sind. Eigentlich müsste ich mich so langsam dran gewöhnt haben, gegen Bürobedarf zu kämpfen, aber das da sieht super bissig aus. Hey, warte mal, dieses Ungetüm muss der Grund sein, warum sich unsere Freunde nicht entfalten lassen. Es hat sie geklammert. Diese Bestie von einem Wachhund mag Teil der Bürobedarfsbrigade sein, aber wir werden ihr schon zeigen, wie man Origassi geht. Ha, good pun. Okay, also das ist der Grund, warum alle Fallschergen dann tatsächlich zusammengehalten werden und warum Bowser so böse zugerichtet aussieht, wie er es tut. Genau. Erstes, was wir tun, ist natürlich wieder uns ein Hinweisfeld in die Mitte zu legen. Vielleicht können wir ja schon mal direkt ein Angriffsfeld hier reintun. Und noch hier so ein Plus-Ein-Ding. So. Was hast du uns zu sagen? Achte darauf, wie viele Klammern in sein Maul stecken. Wenn er nachladen muss, ist das deine Chance. Okay, alles klar. Gerade ist noch voll. Also ist jetzt vielleicht nicht so gut anzugreifen. So. Machen wir erstmal zweimal sagen, haft einen Hammer. Ist auch ziemlich nah am König-Olli-Symbol dran. Der eigentlich eine Schwachstelle der meisten. Das macht zumindest ein bisschen Schaden. Okay, vielleicht müssen wir ihn auch erstmal... Oh, fuck. Direkt zerbrochen. Vielleicht müssen wir ihm auch erstmal ein bisschen Schaden machen. Nein, wir sind getackert! Festgeklammert und bewegungsunfähig. Nein, was macht er jetzt? Wir können das nicht mehr blocken. Okay, der gibt uns richtig Saures. Ich glaube, wir müssen erstmal die Tacker entfernen. Und dann können wir ihn angreifen. Beziehungsweise mit den Faltarmen angreifen, meine ich. Haben wir hier ein Pergamentonfeld? Ich glaube nicht, ne? Es wäre jetzt, glaube ich, nicht so schlau, ihn anzugreifen. Ich glaube, so ein Hinweis ist jetzt gerade in dem Moment ein bisschen wertvoller als ein Einfeld. Aus der Nähe tackert er dich mit zwei Klammern fest. Aus größerer Entfernung schießt er mit 8. Okay, also... Wir können aus beiden Lagen angegriffen werden. Jetzt ist es nicht so schlimm, dass wir jetzt in der Mitte sind. Was passiert, wenn ich jetzt mit den Eisenstiefeln angreife? Macht ihm das mehr Schaden vielleicht? Okay, nee, gar nicht. Okay, dann ist, glaube ich, der Hammer doch die bessere Wahl. Scheit! Ah, Junge, guck mal, wie... Stark Mario zugetackert ist. Tackerknarre. Okay, ich muss gleich auf jeden Fall mal nachladen. Mich wieder heilen. Okay, gut. Jetzt hat er keinen Tacker mehr, ne? Jetzt muss er nachladen. Dann heißt, genau, haben sie gesagt, jetzt ist unser Angriff, um unsere Chance, um anzugreifen. So, dann würde ich so machen, ne? Yo. Weil die großen Angriffe, die gehen ja immer mit der Falthand vonstatten. So. Genau. Und dann schlagen. Dann haben wir schon fast die Hälfte seiner KP runter. Der hält auf jeden Fall ein bisschen mehr aus als die anderen Mitglieder der Bürobedarfsbrigade. Ist auch ein bisschen stärker. Ist ein würdiger Final Fight. Auch wenn es letztendlich immer noch nur ein Tacker ist, ne? Oh je, Mini, die Klammern sind total rot geworden. Ich komme ihr vor wie in einem Horrorfilm. Die sehen viel gefährlicher aus als die normalen Klammerchen. Das kann nichts Gutes heißen. Okay, dann machen die wahrscheinlich noch mehr Schaden. Sollte mich dann jetzt auf jeden Fall mal heilen. Kurz nachdem ich ihn nochmal so richtig eingeheizt habe. So, wir können ja einmal rumgehen. Genau, dann mache ich das Angriffsfeld hier. Jo, das passt. Genau. Aus der Truhe kommt dann eben immer das Einfeld. Heißt, wir müssen auch immer wieder darauf achten. So, wir haben gemerkt, Sprungattacken helfen nicht so viel, deswegen nehmen wir den sagenhaften Hammer.
Macht wenigstens ein bisschen Schaden. Oh, Moment mal, der hat da eine seiner Tacker liegen lassen. Auf dem Feld. So. Was haben die Roten jetzt für einen krasseren Effekt als die anderen? Habe ich noch nicht verstanden. Haben die mehr Schaden gemacht oder? Keine Ahnung. Oh, jetzt kommt ja wieder seine Aufladattacke und der können wir auch nicht aus dem Weg gehen, ist halt das Schlimme. Können ja schon mal ein Einfeld wobei jetzt schon Einfeld. Weiß ich nicht. Ob das unbedingt so nötig ist. Okay. Schade. Das plus 1 Feld kriegen wir nicht so einfach. Machen wir es erstmal so, dann werden wir auch noch richtig geheilt. Schalten das Einfeld an. Und dürfen sogar nochmal angreifen. Perfekt, 100 KP, Alter. Nice. Okay, hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Okay, jetzt kommt seine Super-Duper-Mega-Attacke. Hey, die zieht uns fast 100 KP ab insgesamt, ne? Ich glaube, ich hätte das nicht überlebt, wenn ich mich nicht geheilt hätte. Krass, Alter. Man kommt sich mit so viel KP immer allmächtig vor, aber die Bosse werden ja auch stärker. Deswegen, so viel bringt das nicht. Gut, dass wir uns auch nochmal die extra KP Max Plus gekriegt haben, geholt haben. So. Faltarm fällt in the middle. Und nochmal schön heilen. Perfekt, das ist jetzt alles, was wir brauchen. Faltkreise aktivieren. So, ganz down werden wir ihn sicherlich nicht bekommen. Aber auf jeden Fall schon ziemlich weit runterbringen. Ja. Ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Wobei, er lädt sich wieder neu auf mit goldenen Klammern. Heidewitzka. Was? Jetzt sind die Klammern auf einmal aus purem Gold? Das war eine Verschwendung. Wenn die so viel Schaden machen, wie sie gekostet haben, dann haben wir ein Problem. Was sollen wir nur tun? Ihn einfach so schnell wie möglich besiegen. Also es gibt ja keine Möglichkeit, ihm irgendwie auszuweichen. Es gibt ja keine Pergamentafelder oder sonstiges. So, Truhe für Einfeld und Angriffsfeld. Greifst du mit dem Hammer an, verliert er eine Klammer. Bei einem Sprung hingegen 4. Ach so. Nimm ihm eiserne Klammern ab, damit er nachlandet. Okay, alles klar. Gut, der Sprung macht zwar nicht so viel Schaden, aber dafür ziehen wir ihm damit halt eben mehr Klammern ab. Ich gehe einfach mal trotzdem auf den sagenhaften Hammer. Weil mit seinen Angriffen verliert er die ja auch entsprechend, ne? Vielleicht kriegen wir ja einfach nur so mit diesen Attacken tot. So, ich glaube einmal nochmal extra Angriff und mal 2 und dann sollte er schon erledigt sein. Hilfe! So, ich würde mich am liebsten nochmal heilen. Dann nehmen wir einfach mal einen mal 2 Angriff hier. Hätte ich mich noch jetzt geheilt. Aber überleben sollten wir das schon, oder? Mit 167 KP. Gehe jetzt einfach mal von aus. Oder wir besiegen ihn jetzt direkt. Aber ich glaube, das reicht nicht, oder? Na, ganz klappt nicht. Boah, hat er noch wenig Leben. Digga, reicht. Sweet Jesus, Alter. Hätten wir nicht unsere Max-KP nochmal dazu gekriegt, wäre jetzt Geschichte. Oh man, Alter. So, einfach nur noch einen Angriff reinfetzen da und dann ist auch gut hier. Ich heile mich nochmal nur, falls er noch irgendwie so ein Backup-Ding hat.
Ach, fuck. Das ist jetzt schlau, so anzugreifen? Keine Ahnung. Macht das Schaden? Hoffentlich. Ja, es macht genug. Um ihm den Garaus zu machen, Leute. Fett, Alter. Das ist das einzige Mitglied der Berobedas-Brigade, das nicht sprechen kann, ne? So wie König Ollis Schoßhündchen. Bowser! Ey, da ist doch irgendwas weggeflogen. Ich fühle mich gleich viel weniger verklemmt. Oh, das ist vielleicht die Chance, Bowser endlich zu entfalten. Jetzt entfalten wir ihn und dann zeigt er sein wahres Gesicht. It's Bowser! Hallo! Oh, ich bin wieder der Alte und wir reden nie wieder davon, klar? Ui, so siehst du also in Wirklichkeit aus, Bowser. Du bist ja richtig groß und stark. Und etwas Angst kriegt man von dir auch. Haha, ja fast, kleine Flatterdame. Jetzt schauen wir mal, was deine Nervensäge vom Bruder zu meiner wiedererlangten Form sagt. Außerdem würde ich auch gern Prinzessin Peach zeigen, dass ich wieder mein charmantes Selbst bin. Yo! Damit ist der entfaltete Bowser jetzt also auch endlich auf unserer Seite. Und im nächsten Part von Let's Play Paper Mario The Origami King schauen wir dann, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Mir schwant etwas. Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, einen fetten Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das große Finale nicht verpassen wollt. Freue mich darauf, euch dann im nächsten Part wieder dabei haben zu dürfen. Bis dann, ciao, ciao.